Tatsächlich sprach sich die gesamte Lerngruppe dafür aus, dass Team 3 die Musikvision 2050 am besten umgesetzt hat. Hier können wir lesen, was die Gruppe um Laura selber zu ihrer Musikvision geschrieben hat. Wie könnte Musik sich in 2050 anhören und worum handelt sie? Vielleicht wird Musik in der Zukunft häufig elektronisch klingen und sich mit Themen wie Umweltschutz beschäftigen. Jedenfalls stellen wir uns so eine Möglichkeit der Musikentwicklung vor. In unserem Stück haben wir genau dieses umgesetzt. Elektronische mit Musik, mit gesprochenen Tierarten und Statement am Ende. Ich als Lehrperson habe diesen Suchprozess dieser Gruppe zuerst mit Skepsis beobachtet. Die Gruppe hat häufig unterbrochen, hat Ansätze nicht weiter verfolgt und hatte lange keine Ergebnisse vorzuweisen. Gerade deswegen war es überraschend, dass diese Gruppe so kreativ mit dem Potenzial des iPads umgegangen ist. Sie haben den Arpeggiator benutzt, sie haben die Stimmen sehr stark verfremdet und sie haben sogar aus einem anderen Bereich von dem EDM-Song Too Close eine Basslinie verwendet. Sicherlich auch ein Aspekt von Musikvision, dass Bausteine, Versatzstücke von anderen Stücken verwendet werden. Mit unserem Gruppenergebnis sind wir sehr zufrieden gewesen. Es war nicht so ein typisches Ergebnis, wie die anderen es hatten. Viele hatten sehr technische, elektronische Ergebnisse. Unser Ergebnis war eher etwas ohne viel elektronische Instrumente, sondern sehr, also normale Instrumentenklänge. Aber trotzdem waren wir sehr zufrieden damit. Also ich glaube, unsere Gruppe war ganz schön zufrieden. Ich auch selber war über mich stolz, weil ich habe ja einmal das iPad mit nach Hause genommen. Und da, weiß nicht, da war ich dann plötzlich in einem ganz kreativen Fluss. Also das kannte ich so von mir noch nicht im Bereich der Musik. Aber da war ich dann auch am Ende stolz, was ich so mit dem iPad geschafft habe. Die Auswertungsphase konnte leicht in einer Doppelstunde erledigt werden, da in Tandems die Schülerinnen und Schüler sich die anderen Musikbeispiele anhören konnten und im Padlet direkt kommentierten. Die Schülerinnen und Schüler gaben aber auch Rückmeldungen zum Einsatz von digitalen Medien. Die gesamten Schüleräußerungen sind nachzulesen im Material dieses Projektes. Hier sehen wir aber besonders den Fokus auf GarageBand gelegt in der nachfolgenden Diskussion. Ich fand gerade das Loop-System super praktisch, weil es sehr übersichtlich war und sehr schnell verständlich, also nicht besonders kompliziert und so weiter. Und das war bei uns auf jeden Fall sehr geholfen. Arvid skizziert auch Schwierigkeiten. Wir haben so erst angefangen, dass wir einfach, wir haben am Anfang erstmal ein Glas aufgenommen, dann haben wir ein anderes Glas aufgenommen, dann haben wir nach und nach einen Rhythmus, dann haben wir dann einen Rückweg zusammen gemacht, dann haben wir ein Klavier aufgenommen, dann haben wir eine Geige hinzugefügt und das hat teilweise dann nicht gepasst. Dann haben wir die nicht ganz komplett rausgebaut und dann erstmal an eine andere Stelle gezogen und so haben wir dann nach und nach einen Song aufgebaut. Das Einzige, was mich gestört hat, ist halt, dass die iPads halt doch irgendwie sehr, also es ist nicht riesig, die Fläche, wo man arbeiten kann. Das heißt, wenn man zu viele Loops irgendwann hat und zu viele unterschiedliche Spuren, dann tendiert es irgendwann dazu, dass man einfach zu viel hat und dann bin ich auch irgendwann halt dadurch, dass man halt von iPad direkt auf Rechner eigentlich. Beim Einsatz des Padlets gab es eine hitzige Diskussion. Während andere meinten, dass gerade das Anonyme sie dazu befähigt, leichter Meinung zu äußern, fand Finja es deutlich angenehmer, jemandem direkt eine Meinung ins Gesicht zu sagen und sich im Raum auszutauschen, als dass dies immer umständlich übers iPad machen zu müssen. Die Möglichkeiten vom Padlet bewerte ich als eigentlich sehr gut oder praktisch, weil man kann auf die Aufgabenstellung immer zurückgreifen und man kann halt auch Kommentare sehen, die vielleicht sich Schüler nicht so getraut hätten zu sagen im Gespräch. Padlet ist sehr hilfreich mit der Benutzung von Organisationen oder von auch Ideen von anderen Lesen, dadurch, dass es halt verschiedene Reiter gibt, wo man auch seine eigene Meinung mit einbringen kann und dadurch auch seine eigene Unterrichtsgestaltung mitführen kann.
Also gerade so, wenn man es eben kennt, man hat Papier und Stift und damit arbeitet man so, um es mal ganz grob zu sagen. Dann kann eben ein iPad und die Möglichkeiten eines iPads es immer wieder spannend machen, weil man vielleicht immer wieder auch was Neues findet. Und das war eben gerade bei diesem Musikprojekt so, dass wir immer wieder ein neues Instrument gefunden haben oder eine andere Möglichkeit, die wir vorher nicht gesehen haben, die es dann wieder ganz verändert und man war direkt wieder, man hatte sofort wieder Interesse daran, weil man dann wissen wollte, okay, wie klingt das vielleicht mit dem und dem Effekt. Besonders in dieser Einheit war es halt, dass man dadurch halt auch gelernt hat, wie man damit umgehen kann und auch mal Musik so erstellt, über Technik, was ja auch sehr, ich sag mal, populär ist im Moment und was auch sehr, vielleicht in der Zukunft sehr gemacht werden wird.